Ich habe mir 2,8 Hektar Off-Grid-Land gekauft. Das heißt, ich lebe hier ohne Stromversorgung und das wollen wir in dieser Serie ändern. Das heißt, ihr seht hinter mir ein 24-Volt-Panel. Daraus will ich ein 12-Volt-Solarsystem machen. Und im ersten Teil habt ihr bereits gesehen, wie ich dieses Solarpanel und diesen Schaltkasten gebaut habe. Und ich bin stolz, verkünden zu können, dass es super gut funktioniert. Es ist ein reines Gleichstromsystem. Ihr habt im letzten Video gesehen, wie ich ein bisschen die Wechselrichter kritisiert habe. Jetzt ist es aber in meinen Augen eine riesen Energieverschwendung von der 12-Volt-Batterie hoch auf 230 Volt zu gehen, mit dem Laptop-Ladegerät rein und dann aber wieder runter auf 20 Volt. Deswegen war es mein Ziel, ein Gleichstromnetzwerk zu machen. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Thema über auch erfahrene Leute und Elektrotechniker geredet habe, hieß es immer, das geht nicht, man braucht einen Wechselrichter zum Beispiel für einen Rasierer. Oder um einen Laptop zu laden. Oder teure akkubetriebene Baumaschinen zu benutzen. Und darum geht es in diesem Video. Ich zeige euch unter anderem, wie ich dieses Kabel gemacht habe. Und jetzt einfach über USB, seht ihr es, mich einfach rasieren kann. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich hier alles verkabelt habe, einen Sicherungskasten verschaltet habe, wie ich die Batterie verstaue und dann noch ganz viel wichtige Informationen über Kabeldurchmesser, Kabellänge, was für Kabel man benutzt und so weiter. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Batterie an, wie wir diese Box wasserdicht bekommen haben. So, dann kommen wir jetzt zur wasserdichten Verkabelung der Batterie. Und zwar will ich den Schaltkasten voll für die Verschaltung benutzen und die Batterie dann unten lagern. Und um das alles wasserdicht zu halten, gibt es solche Aufsätze. Und das ist so eine Muffe, die verengt sich hier. Das heißt, das ist für 4 mm, da geht man rein. Und wenn man hier zudreht, dann wird das alles schön dicht. Und dann hat es hier mehrere Verschraubungen. Hier hinten sieht man einen Dichtring. Das heißt, das kommt unten von der Kiste und das kommt oben drauf. Das heißt, wir brauchen ungefähr so ein großes Loch. So, richtig guter Durchmesser. Ich muss das jetzt sogar fast reinschrauben. Das heißt, das Loch ist genauso groß wie das Gewinde. Und hier kommt dann die andere Seite drauf. So sieht das gute Stück jetzt aus. Jetzt gehe ich einfach mal hier mit Rot rein. Jetzt kommt erstmal der Kabelschuh drauf. Oh Leute, ich weiß gar nicht, ob ich blute. Ich habe das gerade abisoliert, habe so stark dran gezogen, mir das gerade voll ans Auge gehauen. Tja, auch sowas kann gefährlich sein. Und so sieht das gute Stück jetzt aus. Ich muss sagen, ich würde die Kabel eher seitlich rausführen lassen wie oben. Weil das Problem ist, ich kann den Deckel jetzt nicht richtig öffnen. Und das andere Problem ist, man geht sowieso eher seitlich immer raus und guckt dann dabei, dass man auch so horizontal runter schraubt, dass falls hier Regen rankommt, dass es dann ja nicht reinkommt. Deswegen habe ich hier eine größere Kiste, ich werde das alles noch besser machen, aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen auf die Theorie ein mit den Stromkabeln. Weil gerade für die Nicht-Elektrotechniker ist es ziemlich interessant zu wissen, was für Kabel man überhaupt braucht, wann ist es egal, wann ist es wichtig. Und auch wie es ist, wenn man einfach mal ein USB-Kabel durchschneidet und es weiterverwendet. Ich habe jetzt mal die drei gängigsten Kabelarten mir rausgesucht und schon mal vorab, bitte nicht nachmachen, wenn ihr nicht gelernt seid und so weiter. Ich will euch meine Methode zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe Elektrotechnik bis ins vierte Semester studiert, Energie- und Umwelttechnik und viel Erfahrung auch mit Basteleien gemacht und in diesem Video nehme ich euch bei diesen Basteleien mit. Diese Stromkabel sind die typischsten. Das sind die biegbaren, die kann man auch für außen nehmen. Das ist jetzt ein speziell für außen mit einer dickeren Isolierung. Man soll die Kabel immer unter 60 Grad halten. 60, 70 Grad sowas. Ab dann werden die so heiß, dass der Strom so gut fließen kann, dass es dann Kurzschlüsse verursachen kann, Spannungsabfall und so weiter. Und das ist wie gesagt eine mit mehreren kleinen Drähten. Ihr könnt sowas benutzen. Das ist jetzt, das steht übrigens immer hier drauf, 2x2,5, das ist ein 2,5 mm und das ist ein 2,5 mm. Was mir hier auffällt, das hier sind die festen Drähte, die sind biegbar, die sind sehr gut geeignet für die Hausinstallation, alles was man nie bewegt. Solche Kabel sind dann eher für Campervans geeignet, ich glaube das ist sogar Vorschrift, dass man solche Kabel benutzen muss. Der Sinn dahinter ist, dass bei Vibrationen die Vibration im Kabel endet und nicht am Anschluss, wo dann eventuell Funkensprung kommen können. Dann gibt es auch noch Hi-Fi-Kabel.
Die sind eigentlich für Lautsprecher gedacht und so weiter. Aber es macht absolut keinen Unterschied, ob ihr so ein Hi-Fi-Kabel nimmt, so ein festes oder so. Das einzig Wichtige ist der Durchmesser. Der Unterschied von den Hi-Fi-Kabeln ist oft, dass die noch feiner verdrahtet sind, was für den Strom egal ist. Und die Isolierung ist teilweise auch fester. Das heißt, das abzuisolieren ist ein bisschen schwieriger. Ich zeige es euch jetzt mal ganz schlecht von hier, aber ich habe hier jetzt drinnen alles, was ich nicht bewege, mit den dicken blauen gemacht und alle Ladekabel, die ich dann rausziehe und irgendwo anstecke, mit flexiblen Draht gemacht. Allgemein kann man auch sagen, je länger der Abstand, je länger das Kabel ist, desto dicker muss es sein. Ein 2,5 mm Kabel reicht hier jetzt, ich sag mal für 30 Ampere, aber es kann sein, dass wenn man dann ein 5 Meter Kabel hat, dass es nur für 20 Ampere reicht. Ich habe euch die Liste eingeblendet, googelt da auf jeden Fall immer selber nach, je nachdem was für ein Kabel ihr habt, wie lange. Da gibt es eine bestimmte Formel, die man machen kann. Aber ich gehe hier auch immer nach dem Motto, lieber ein bisschen zu dick als zu dünn. Man verliert dann eventuell ein bisschen mehr Energie, aber dafür hat man nicht die Gefahr, einen Waldbrand auszulösen oder irgendwie einen Brand. Und ich habe 4 Jahre hier in diesem Auto gelebt und es gibt ein paar Bauteile, die eventuell Interessierte von euch kennen. Hier sehen wir einen USB-Ausgang, einen Zigarettenausgang und einen An- und Ausschalter. Und für alles, was jetzt kommt, übernehme ich keine Verantwortung, weil ich zeige euch jetzt, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar steht auf jedem dieser Geräte, Wechselrichter, immer das Datenblatt an. Das heißt, hier steht zum Beispiel Output 4,3 Volt. Bei dem anderen Rasierer sind es 5,6 Volt. Und alles, was ihr dann dafür praktisch machen müsst, ist dieses Kabel durchschneiden, ein USB-Kabel durchschneiden und diese Spitze hier drauf verbinden. Das haben wir hier mit diesem Kabel gelötet. Es gibt aber ganz viele verschiedene Möglichkeiten, zwei Stromkabel miteinander verbinden. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Installation dieses ganzen Systems. So, dann zeige ich euch mal eine Möglichkeit. Die erste, wie man so Verteiler machen kann. Also das hier ist jetzt für 6 mm gedacht, dass man hier mit einem 6 mm Kabel reingeht. Und jetzt habe ich hier einfach lauter 2,5 mm gemacht. Die sind teilweise zu groß, es reicht eigentlich 0,75, aber ich habe jetzt nur die da. Und dafür gibt es diese Verbindungsstücke. Das knickt man dann ein und dann kann man die alle einzeln hier reinstecken. Und dann noch schön abisolieren und das ist die erste Verbindungsmöglichkeit. Eine weitere Verbindungsmöglichkeit oder Verteilungsmöglichkeit ist eine einfache Schraube. Und mit solchen Kabelschuhen, die hier ein Loch haben, so wie hier zum Beispiel, die kann man dann gerade hier allesamt übereinander machen. Und das und dann am Ende mit einer Schraube befestigen. Und wenn man es ordentlich will, macht man das noch an ein Holzstück. Die wahrscheinlich bekannteste Möglichkeit, aber ich bin da kein großer Fan von, sind die Lüsterklemmen. Die kann man sich schön zurechtschneiden, dass man zum Beispiel hier nur ein Paar hat. Dann kann man von der einen Seite mit 4 mm rein und von der anderen Seite dann ja, mit so viel wie reinpassen. Und dann kann man so verteilen. So, dann geht es jetzt an die Verschaltung von dem reinen 12-Volt-System. Das 230-Volt-System mit dem Wechselrichter kommt später. Und diese Kabel, die kommen jetzt direkt hier aus der Batterie. Das sind die 6 mm Kabel. Die sind für 44 Ampere gemacht. Und jetzt kommt ein Sicherungskasten rein und die ganze Verschaltung. Ja, seht ihr, das war nicht gut. Schritt 1 ist erledigt. Jetzt habe ich hier die ganzen Pluspole mit dem Sicherungskasten verschaltet. Für die Minuspole will ich jetzt so eine Sammelstelle mit der Schraube machen. Wir haben jetzt hier eine kleine Schwierigkeit und zwar ist dieser Durchmesser, ich meine, genauso groß wie die Schraube. Das heißt, ich kriege das jetzt nicht so einfach drauf, aber man weiß sich ja immer zu behelfen. Das heißt, wir vergrößern das Loch jetzt.
So, hat optimal funktioniert. Jetzt kann ich das hier schön drauf. Es geht auf jeden Fall mal ganz rein. Einfacher auf jeden Fall. Jetzt kann ich das anschließen. So, jetzt wollen wir an das 5-Volt-System und dafür haben wir ein USB-Kabel durchgeschnitten. Das ist ein ganz normales, das hat hier vorne sogar noch eine Sicherung. Das heißt, falls irgendwas passiert. Und das richtig tricky ist hier diese dünnen Fäden jetzt an so einen Kabelschuh zu befestigen. Um hier auf Nummer sicher zu gehen, zeigen wir euch jetzt die nächste Verbindungsmöglichkeit mittels Löten. Ah, du machst jetzt praktisch ein kleines Becken und jetzt heizt es nochmal auf. Oh, jetzt kriegst du jetzt richtig den Geruch vom Löten. Viel hilft viel. So wenig Fußmittel. Da mache ich ja eh noch Isolierband drum. Ich wollte ihn nur noch flach machen, aber geht nicht mehr. Lass mal ab, wieder nachher schauen, wie So, wir haben das jetzt sogar ohne Kabelschuh gelöst. Einfach nur Lötzinn. Und da kommt jetzt der Schrumpfschlauch drüber und dann sollte das alles passen. Auf der anderen Seite kommt dann dieser Stecker. Dann kommen wir sogar zu einer weiteren Verbindungsmöglichkeit. Die werden mittlerweile echt meine Lieblingsverbindungsstücke. Hier gibt es ein weibliches und ein männliches. Die kann man dann so miteinander verbinden. Und das Gute ist, man muss hier nichts schrauben. Das funktioniert über Druck. Das ist jetzt nicht das Allerstabilste, wenn ich jetzt mit voller Wucht dran ziehe, dann geht es auf. Aber ja, für sowas reicht das. Das heißt, man isoliert das hier einfach ab, drückt hier auf diese beiden Knöpfe und schiebt die Kabel dann rein, lässt los und ja, guck, das ist nicht das Beste. Manchmal brauche ich da mehrere Versuche. So, jetzt ist es stabil. Stabil genug. Und das Geile ist, ich kann jetzt dieses Kabel einfach hier ranstecken. Zack. Und jetzt müssten hier 14,4 Volt drauf sein. Aha, funktioniert nicht. Ne, da sind keine 14,4. Okay, das ist komisch. Dann testen wir jetzt mal hier. Halt, mal. Ah ja, hier scheint der Fehler zu sein. Da hat sich's gelöst. Ist dann eventuell doch nicht meine Lieblingsverbindungen. Aber wir testen das jetzt mal so. Jetzt aufpassen, dass ich keinen Kurzschluss mache. Hier ist eine 10 Ampere Sicherung. Das ist jetzt heikel. Ne, auch keine 14,4. Das muss ich mir nochmal angucken. Ui, da habe ich einen Kurzschluss ausgelöst. Jetzt habe ich Angst. Ich hoffe, die Sicherung ist durch. Freunde, es ist geschafft. Jetzt ist mal alles installiert. Ich habe jetzt einen Sicherungskasten und jetzt zeige ich euch, wie geil alles funktioniert.